country is the electro. In his caravan is the future man. Hallo Leute und willkommen zu meinem neuesten Let's Play, das für Dino Crisis 2 jetzt einspringt. Hier erstmal die Warnung, ne? Ihr dürft erstmal hier, ne? Das dürft ihr gar nicht, ihr dürft euch gar nicht angucken, das ist super geil. Klickt lieber gleich weg. So, von Nintendo. Intelligent Systems und Doors Around. Na gut, die haben das nicht wirklich mitentwickelt. Ein Projekt, das gerade auch ein anderer LP macht. Den wollte ich eigentlich nicht erwähnen. Egal, ich lese mal vor. Heute erzähle ich euch die Geschichte über von der Magie. Ah, verdammt. Zu schnell vorbeigegangen. Mist. Sorry. Vor langer, langer Zeit gab es einmal einen. Was? Bin ich jetzt Legastheniker oder was? All ihre Bewohner führten ein glückliches. Ach du Scheiße, man erzählt sich in blühende Polen. Das ist doch viel zu schnell, bis eines Tages ein fürchterliches Unglück über die Stadt hereinbrach. Oh mein Gott, was ist passiert? Kam Gendorf, oder was? Der Himmel verfinsterte sich und die Erde bebte. Das Ende der Welt schien nahe zu sein. Innerhalb einer einzigen Nacht versank die verfickte Stadt im Erdboden. Achso, Atlantis-like, ne? Also wieder typisch. Viele, viele Jahre später war die Stadt bereits zu einer Legende geworden. Als keine Spuren mehr ihrer Existenz bezeugten, kamen Menschen, um erneut eine Stadt zu gründen. Diese Menschen sprachen eine komische Sprache. In den Katakomben unter der Stadt ist noch immer ein uralter Schatz geworden. Und so wurde die Legende dieses Schatzes in die Hafenstadt Rodingen überliefert. In besagtem Rohlingen beginnt das Abenteuer. Und den legendären Schatz, um den legendären Schatz und die magischen Kräfte. Die Story, die finde ich ehrlich gesagt richtig gut für ein Mario-Spiel. Endlich lässt Toadsworth mich einmal allein, sagt Peach. Unter seiner ständigen Aufsicht machen Reisen gar keinen richtigen Spaß. Gelegentlich möchte ich mir schließlich auch einmal etwas allein ansehen. Aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in dieser Stadt. Heda, junges Fräulein. Das ist der Händler. Logisch. Peach redet nicht mit sich selbst. Ruft mich da etwa jemand? Ganz genau, junges Fräulein. Willst du dir nicht etwas Nettes kaufen? Ich habe die schönste Ware der Stadt. Ich habe kein Geld, ich bin eine Prinzessin, verdammt. Dieses Kästchen ist sehr hübsch. Ist da auch etwas drin? Es heißt, in diesem Kästchen befindet sich die Karte zu einem legendären Schatz. Aber nur jemand, der vollkommen rein Herzen ist, kann es öffnen. Aber sie selbst, wenn eine wie ich es berührt, passiert gar nichts. Wenn du es schaffst, das Kästchen zu öffnen, soll sein Inhalt dir gehören. Ein altes Weib wie ich wird damit wohl ohnehin nichts anfangen können. Nun, junges Fräulein, was meinst du, willst du das Kästchen aufmachen? Na gut. Peach, du bist wirklich so naiv. Das gibt's gar nicht. Ein kleiner Versuch kann dir nicht schaden. Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Das Spiel ist schon 2004 rausgekommen. Dafür, dass es so alt ist, ist es echt ein richtig super geiles Spiel, muss ich sagen. 7 Jahre schon alt. Moment. Okay. Und wir laden eine Memory Card. Mein erster Dieter. What the hell? Okay. Mein erster Spielstand. Ich finde, ich bin sehr gut da drin. Level 41. Für 41 Stunden. Ein kleiner Hinweis von mir. Ich werde dieses Spiel höchstwahrscheinlich wirklich zu 100% durchmachen. Außer die Scans. Die Scans habe ich noch nie alle gefunden. Also alle Gegner scannen. Aber alle Rezepte, den Duellkerker werde ich machen und das Main-Spieler durchzocken. So, wir nennen uns den. Wir nennen uns Stony natürlich. Den richtigen Namen habt ihr jetzt sowieso gesehen. Von daher, der ist auch kein großes Geheimnis mehr.
Einstellungen werden gespeichert. Okay, und jetzt beginnt das Spiel. Natürlich erst beim Prolog. Mit Mario und Luigi. Und hier ist sogar ein alter Charakter aus Paper Mario 1. Die Post ist da. Allerdings hat das Spiel wenig mit Paper Mario 1 zu tun, also von der Story her zumindest. Der Rest ist eigentlich ganz gleich geblieben. Das Kampfsystem ist gleich geblieben. Natürlich gibt es ein paar Verbesserungen, Veränderungen. Positive Veränderungen. Ich finde das Spiel besser als Paper Mario 1. Hey Mario, Prinzessin Peach hat dir geschrieben. Allerdings habe ich im Paper Mario 2, glaube ich, nur zweimal durchgespielt. Ich darf den Brief doch bestimmt vorlesen, oder? Also gut, mal sehen. Hallo Mario, ich befinde mich gerade auf einer Reise durch die Provinzen des Pilzkönigreiches. Auf dieser Reise fiel mir eine seltsame Karte in die Hände, angeblich eine Schatzkarte. Ich habe sie in einem Kästchen gefunden, das mir eine Marktfrau in Rohlingen gab. Aber ich wage es nicht, mich allein auf die Suche nach dem Schatz zu begeben. Deshalb möchte ich dich bitten, mich auf der Schatzsuche zu begleiten. Die Schatzkarte schicke ich mit diesem Brief. Bitte nimm die Karte und komm hierher. Ich erwarte dich am Hafen von Rohlingen, deine Peach. PS, ich zähle auf dich. Okay, gut. Dieses Kästchen der alten Frau hat sie noch nicht in Schwierigkeiten gebracht. Tatsächlich, Mario, in dem Umschlag steckt eine alte Karte. Sieh dir das nur an. Die wird noch ziemlich interessant, diese Karte. Und auf geht's nach Rohlingen. Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ich werde euch die Texte mal vorlesen. Ist ja schließlich die deutsche Version von Paper Mario, nicht so wie bei meinem allerersten Let's Play auf meinem alten Kanal, wo ich die englische Version hatte. Zudem kann man hier nicht B gedrückt halten, um die Texte schneller vonstatten gehen zu lassen. Und wir sind in Kapitel 1. Ne, Moment, wir sind immer noch im Prolog. Willkommen in Rohlingen. Ja, das weiß ich. Kann man sich eigentlich auch denken. Und man kann sich auch denken, dass jetzt nicht Peach uns erwartet. Hey, Meister! Aufwachen! Rohlingen ist schöne Sichtweite. Da wolltest du doch hin, oder? Rohlingen ist genauso wie der Name der Stadt. Roh. Wir legen gleich an. Alles klar für einen kleinen Landgang? Deinen kleinen Landgang? Da leben nur die Harten. Die kommen auch nur in den Garten. Muss sagen, dieses Spiel wird mir echt mehr Spaß machen als Dino Crisis 2. Schätze, die Landung hat sich ein wenig verzögert. Tut mir echt leid. Aber bist du ganz sicher, dass du ausgerechnet hier an Bord gehen willst? Reicht dir nicht, was ich dir unterwegs über Rohlingen erzählt habe? Wahrscheinlich nichts Gutes. Was? Am Hafen wartet eine Prinzessin auf dich? Verstehe. Wenn das so ist, wenn du das so siehst, ja, kann ich dich wohl nicht aufhalten. Aber pass gut auf dich auf und viel Glück. Das ist jetzt sogar, wie das Schiff endet. Schön gemacht. Von 3D in 2D zu wechseln. So, jetzt können wir rumlaufen, können springen. Hammer haben wir auch schon. Hammer. Wenn man ins Wasser springt, kommt ein ganz netter Freund, der uns das ganze Spiel über begleitet. Ein Metallfisch, der uns ein KP abzieht. Nun gut. Hier haben wir wieder Speicherboxen. Kennen wir ja schon. Speicherblock. Bla. Fürs Speichern natürlich. Ich will mal gleich speichern. Okay. Die Wirbelattacke haben wir diesmal nicht. Was ist? Was wollt ihr von mir? Was soll das? Tu nicht so scheinheilig. Läufst einfach hier herum und fragst jeden nach Sternjuwelen. Wir haben dich durchschaut. Erzähl uns sofort, was du darüber weißt. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch überhaupt nichts zu sagen. Du kleine Rotznase. Dir werden wir eine Lektion erteilen. Los, Männer. Bring diesen Wildfang in unser Hauptquartier. Ein kluger Schachzug, Oberskrupulus. Der wird uns noch ein paar Mal im Spiel begegnen. Aber halt, lass das sein. Mario muss einschreiten. Mit euch gehe ich jedenfalls nicht mit, Basta. Und du, Schnauzbart? Los, verzieh dich, oder willst du hier nerven? Was? Ich? Nein! Oh! Du willst nicht? Dann werden wir eben erstmal dir eine Lektion erteilen. Wie gesagt, das Kampfsystem ist ähnlich wie Paper Mario 1, nur dass diesmal hier Publikum drin sitzt. Jetzt beginnt ein Kampf. Du musst diesen Kerl auf alle Fälle schlagen. Details erkläre ich dir später. Im Kampf kannst du Hammer und Schwung einsetzen.
So, wir haben hier wieder unsere Möglichkeiten, Sprung und das Action-Kommando haben wir auch gleich am Anfang. Hammer, die Tipp ist immer noch keins. Und hier bei Taktik können wir verteidigen, das heißt, noch können wir nur verteidigen. Später können wir noch Charakter wechseln und Schaueinlage. Verteidigen heißt, wir haben einen Verteidigungspunkt mehr, wenn er angreift. Und Scheuenlage heißt, wir kriegen Sterne. Sterne bekommen wir, Sternpunkte vom Publikum, bekommen wir, damit sich oben unsere Sternanzeige später auffüllt, die wir es auch sehr bald in diesem Spiel bekommen werden. Und, und durch coole Einlagen bekommen wir auch Sternpunkte. Hier zum Beispiel. Oh, es geht noch. Doch, es geht schon. Cool. Sehr gut, du bist ja super. So machst du diesen Hornochsenruckzuck fertig. Diese Cooleinlagen, dann muss man wissen, wann man sie einsetzt. Das kann man ausprobieren, rausfinden. Die macht man immer, indem man A drückt, zu einer bestimmten Zeit. So, hier kann man, in dem Spiel kann man, wenn man auf A drückt, kann man während des gegnerischen Angriffs zur richtigen Zeit den Schaden um einen Punkt verringern. Und wenn man B drückt, das ist aber etwas schwerer, kann man den Schaden komplett auf Null setzen und den Gegner kontern. Das werde ich gleich mal probieren. Ist aber schwerer als A zu drücken. Gleich hast du ihn, jetzt nicht nachlassen. Achtung. Ja, ich hab's geschafft. Es sieht immer so aus. Okay, das ging ja schon ganz leicht. Wieder so Sternpunkte, wenn wir 100 Sternpunkte haben, kriege ich mal Level up, kennen wir aus dem ersten Teil schon. Hier ist mein, ja, schon, für jeden 100 kriegst du ein Level up, ja. Wenn wir A gedrückt halten nach dem Kampf, können wir die Sternpunkte schneller vonstatten ziehen lassen. Das ist nicht wirklich spielrelevant, aber es geht ein bisschen schneller. Greg, du bist so ziemlich stark. Da hilft wohl nur noch... Antreten! Das Spiel hat auch einen schönen Humor, wie ich finde. Jetzt hier erstmal seine 100.000 Leute. Ergreift sie! Und diese 100.000 Leute kriegen es nicht mit, wenn wir zwei verschwinden. Schnell hierher! Los, verschwinden wir, bevor diese Typen irgendwas merken. Das ist so genial. Die greifen einfach weiter an. Und wir verschwinden hier mal ganz herrlich. Jetzt gleich eine meiner Lieblingsstellen im Spiel. In welche Richtung sind die beiden abgehauen? Bubi? Oh, verdammt, diese Typen sind dann nur entwischt. Oh, ich liebe das Spiel, es ist so herrlich. Eins meiner Lieblingsspiele für GameCube. Wenn nicht sogar das Lieblingsspiel. Ne, das ist Metroid Prime, stimmt ja. Na, jedenfalls Dankeschön, und ich hätte nicht so leicht fliegen können. Und das ist deine ganz persönliche Belohnung. Oh. Ich heiße Gumbrina und bin Studentin an der Gumboldt-Universität. Und du, wer bist du? Mario? Ich bin ein Bauchredner. Du bist dieser berühmte, dass ich dich hier treffe. Aber du scheinst auch gerade erst angekommen zu sein. Also diese Stadt ist irgendwie unheimlich. Überall lungern seltsame Typen herum. Aber was kann man von einer Stadt namens Rolingen schon anders erwarten? Wenn es hier nicht diesen legendären Schatz gäbe, wäre ich niemals gekommen. Du suchst auch nach dem legendären Schatz? Moment mal, was soll das denn heißen? Das ist eine Schatzkarte. Wo hast du die denn her? Von Prinzessin Peach? Oh, bist du das, Mario? Achtung, achtet mal dahin auf diese zwei Palmas, die gerade erschienen sind, diese zwei gelben Typen. Die werden gleich zwei Sperrtypen verkloppen. Oder zwei irgendwelche anderen Typen. Und da werden kleine Sprechblasen erscheinen. Das ist ein neues Feature in Paper Mario 2. Achtung. Oh, das kann ich auch nicht vorlesen. Das kommt mir zeitgleich. Ihr müsst selbst ein bisschen aufpassen. Was für ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier treffen. Ja, haha. Was machst du eigentlich an diesem unglückseligen Ort, Mario? Was? Prinzessin Peach hat dir einen Brief und eine Schatzkarte geschickt. Und ihr wolltet euch am Hafen von Rolingen treffen? Du willst wissen, wo die Prinzessin ist? Das wollte ich gerade dich fragen. Wir haben uns hier... Was? Wir haben nur hier angelegt, um die Treibstoffvorräte des Schiffs aufzufüllen. Ach ja, und Mario soll dann hinterherkommen, nur weil ihr blöden Idioten tanken müsst, oder was? Genau. Und als ich einen Moment unaufmerksam war, ist Peach einfach verschwunden. Was? Ja, ist das ein Wunder? Ich dachte natürlich, sie würde gleich wieder zurückkommen, so wie immer. So wie immer. Hier. Ich lang mir gerade den Stirn. Diesmal ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Oh Gott, wer hat sie wohl entführt? Jetzt bist du ja hier. Aber, Spoiler.
Bowser hat sie nicht entführt in diesem Spiel. Jetzt wird alles wieder gut. Du findest Peach bestimmt. Wie immer. Mir ist das zu viel Aufregung. Also bitte, Mario, bitte. Finde Prinzessin Peach. Ich werde mich inzwischen in Todhaus da drüben etwas ausruhen. Übrigens, Mario, wenn deine KP-Kraftpunkte zur Neige gehen, dann sollst du in ein Todhaus gehen. Dort werden deine KP wiederhergestellt. Allerdings kostet das in dem Spiel Münzen. Das finde ich scheiße. Und was mich angeht, diese fürchterliche Stadt ist mir wirklich zu viel für, ist wirklich zu viel für mich. Also wirklich unglaublich. Also wirklich unglaublich. Prinzessin Peach, ist das nicht die Prinzessin aus dem Pilzkönigreich? Nein! Die du immer retten musst, wenn dieser komische Bowser sie entführt. Ja, sie weiß es, das ist toll. Und du sagst, die Prinzessin hat dir die Karte geschickt? Mhm. Aber wo mag die Prinzessin nur sein? Vielleicht konnte sie es doch nicht abwarten und sie ist schon allein auf Schatzsuche. Sicher. Auf alle Fälle solltest du erstmal mit mir kommen. Ein Professor von meiner Uni ist zu Forschungen über den legendären Schatz hier. Wir sollten ihnen die Schatzkarte auf jeden Fall zeigen. Und auf der Suche nach dem Schatz werden wir... sicher die Prinzessin finden. Mhm. Wunderbar, Mario. Dann suchen wir also gemeinsam weiter. Gumbrina gehört zum Team. Jetzt haben wir ein neues Teammitglied, die wir auch im Kampf einsetzen können. Neuerung in dem Spiel. Teammitglieder können, haben Kraftpunkte und können diese natürlich auch verlieren. Finde ich nicht schlecht. Baby Mario 1 war es nicht so. Wenn die Teammitglieder mal angegriffen wurden, was sehr selten war, dann wurden sie nur für die Runden außer Gefecht gesetzt, für die KP sie, also wie viel KP sie verloren haben. 3 KP verloren, 3 Runden außer Gefecht und so weiter. Da können sie sogar draufgehen, die Teammitglieder. Also, sie haben dann noch 1 KP und man kann sie natürlich wieder auffüllen. Aber im Kampf sind sie dann nicht zu gebrauchen, wenn sie keinen KP haben. Drücke X und sie gibt dir Informationen über Orte, Personen und anderes in deiner Umgebung. Dies also wie Gumbarium, Paper Mario 1. Der Markt von Rohlingen, dies ist das Stadtzentrum mit Läden und Kaufhäusern. Ein ganz schöner Betrieb hier, aber ob das alles ehrliche Bürger sind? So ungefähr erkläre ich dir einen Ort, wenn du X drückst und niemand in der Nähe ist. Das ist Gumbo, ein Gumba. Uh-huh. Dauernd gibt er das, dass ihn irgendwer betrogen hat. Egal. So erkläre ich die Personen oder Dinge, von denen du stehst und X drückst. Und alles klar? Alles kapiert. Gumbrina kann dir wichtige Hinweise auf deiner Reise geben. Nutze diese Fähigkeit. Natürlich hilft sie dir nicht nur in der Oberwelt, sondern auch im Kampf. Sie kann Gegner mit einer Kopfnuss angreifen. Und mit dem Scanner gibt sie die Informationen über die Besonderheit und KP des Gegner. So kann man die Gegner scannen und ins Lexikon eintragen lassen. Und so kriege ich mal auch die KP-Anzahl der Gegner. Suchen wir zunächst einmal den Professor. Ich bin nämlich auch gerade angekommen und habe keine Ahnung, wo er wohnt. Übrigens, Professor Gumba sieht so aus. Schöne Beschreibung. Okay, Leute, dann sprechen wir erstmal ab. Und dann war es das für den ersten Part von Paper Mario 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. The game must go on.